Ich grüße dich. Zweiter Tag Fasten. Heiliges Fasten. Für die Rettung und Genesung des Planeten. Und natürlich mir selbst. Am Geist, Körper und der Seele. 3 Wochen habe ich mich vorbereitet mit einer Diät. Mit Reis, Wasser und Tee. Und jetzt bin ich soweit, das Fasten zu beginnen, womöglich bis zum 14. April. Etwas länger als üblich. Ich möchte gereinigt und gesäubert werden, geheiligt, abgesondert von all dem Dreck, all dem Unnützen für mich im Körper, Geist und Seele. Es ist für die Welt, für die ich bete und mein Herz öffne, damit diese Welt das Licht erblickt, die Liebe in sich aufnimmt und dem Leben begegnet. Es ist mein 2. Tag. Ich faste hier in Kaposvár in Ungarn, bevor ich weiterziehe und den Balaton sehe mit dem Pilgerwagen von Ben Parker. Ich faste nun hier und bin sehr froh, die Reinigung zu erfahren, zu erleben. Was jetzt passiert in der Welt ist ein kollektives Aufwachen, die Entrückung, wie es im Christentum gesagt wird. Sie ist jetzt hier. Dass du das weißt, mein Freund. Du liebe Seele, es ist an der Zeit, das Kollektive zu spüren, den kollektiven Schmerz, zu erfahren, dass wir miteinander verbunden waren, sind und auch bleiben für immer. Es ist die gesunde Art zu leben, die dich zum Leben führt. Die gesunde Art zu reden, zu denken, die dich zum Fühlen bringt. Und es ist die Liebe in dir, zu dir selbst und zu allen, die dich umgeben, die dich glücklich macht. Und das Licht aus der Höhe, der Himmel in dir, was dich verändert, verändert für immer. Es ist mein 2. Fasten auf längere Zeiten. Das erste war mit 40 Tagen Wasser, Tee, Marihuana und Fliegenpilz. Selbst gepflanzt, selbst gepflückt, selbst gesammelt und zubereitet. Alles selbst. Es hat mir viel gegeben. Das war vor 3 Jahren. 3 Jahren. Jetzt ist es an der Zeit, es ohne Wit und ohne Kräuterpilze zu tun. Nur Wasser und Tee und Honig, ein wenig. Ich werde immer Updates machen, damit jeder, der auf dem Weg ist zum Licht und zum Leben, weiß, er ist nicht alleine. Es gibt die Human Angels, die Engel in Menschengestalt. Pilgrim-Volonteure, Lichtarbeiter, Lichtträger und Bringer, Weltenwandler, die es mit dir durchtragen, es mit dir durchstehen, damit in deinem Herzen der Frieden einkehrt, du zum Leben erwachst und der Liebe begegnest und das Licht in dich aufnimmst und frei wirst. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Und danke dir, dass es dich gibt. Wir füllen jetzt einander alle. Die Schumann-Frequenz steigt und wird noch höher steigen. Wir werden aufsteigen. Alle, die frei sich entscheiden, zu leben, zu lieben, zu geben. Einfach da zu sein, so zu sein, wie sie sind im Hier und Jetzt. In der Ewigkeit. Hier auf Erden. Ich danke dir.